Es ist soweit. Hier und jetzt werde ich mich rächen. Denn ich bin die Königin der Klingen. Let's play StarCraft 2 Heart of the Swarm und damit begrüße ich euch. Mein Name ist Frippi und wir spielen Heart of the Swarm nach der langen Pause. Und wir spielen zuerst den Prolog. Und es wird quasi so laufen wie auch das Hauptspiel. Das heißt, ich werde nicht einfach nach 15 oder 25 Minuten einen Cut machen und dann ist die nächste Folge, sondern ich versuche jedes YouTube-Video einer ganzen Mission zuzuweisen. Sollte die Mission etwas länger gehen, geht auch das Video etwas länger und wenn das zu lang ist, dann werde ich das irgendwie in zwei Teile cutten. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ihr euch wieder dazu bereit erklärt habt, hier einzuschalten auf dem Kanal NewsFarmerTV und würde sagen, während der Ladebildschirm läuft, erzähle ich euch noch, dass die Spielgrafik ist deutlich besser, allerdings nicht in diesem Video, beziehungsweise auch nicht in den folgenden, weil mein Rechner ist immer noch der gleiche und dementsprechend nicht ganz so gut bestückt und dementsprechend wird dann halt auch die Qualität etwas ausfallen. Aber ich persönlich finde, es ist trotzdem noch, ist auf jeden Fall noch spielbar. Öffne die Tür, Junge. Valerians Befehle, Sir. Keine Besuch. Öffne die Tür. Guten Morgen, Commander. Junior. Achtung! Der nächste Test beginnt in 2 Minuten. Nutz diesen Test. Es ist euer letzter. Jetzt lasst uns allein. Nun gut. Wir verschwinden heute von hier, Liebling. Gut. Dann schnappen wir uns Mengsk. Vergiss Mengsk. Vergiss das alles. Es geht um dich und mich. Solange Mengsk lebt, gibt es kein Du und Ich. Ich habe für dich Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt. Ich lasse nicht zu, dass deine Rache das alles wieder kaputt macht. Leite Testphase 2 ein. Ich habe dich nie aufgegeben, Sarah. Gib du uns auch nicht auf!
Testphase 2 beginnt. So. Was erhoffst du dir von diesen Tests, Valerian? Ich hab dir doch gesagt, ich erinnere mich an nichts, als ich die Königin der Klingen war. Wir müssen herausfinden, wie viel von dem Zerg-Mutagen noch in ihnen steckt. Ich weiß ihre Hilfsbereitschaft zu schätzen, Kerrigan. Steckt ihr hilfsbereite Leute immer in Verwahrungszellen? Sobald wir wissen, dass keine Gefahr besteht, werde ich ihre Tür höchstpersönlich aufschließen. Versuchen Sie jetzt, sich zu konzentrieren. Können Sie es spüren? Eine Drohne. Ihr wollt wirklich, dass ich die Kontrolle über einen Zerg übernehme? Wisst ihr, was dann passieren kann? Alle Versuchsobjekte befinden sich in einer abgesicherten Umgebung. So, jetzt werden wir zum ersten Mal die Zerg spielen. Können Sie sie kontrollieren? Ja, sicher das. Ja, ich hab sie. Gut, zum nächsten Schritt. Schauen Sie, ob Sie der Drohne befehlen können, zu einer Brutstätte zu mutieren. Brutstätte? Ja, machen wir auch. Zack! Wir bauen uns auf. Eine Brutstätte ist die zentrale Struktur einer Zergbasis. Sie erzeugt Kriecher, damit andere Strukturen gebaut werden können. Jawollo! Die Brutstätte produziert außerdem Larven, die Sie zu Drohnen oder anderen Einheiten der Zerg morphen können. Wenn Sie Larven einsetzen, wird die Brutstätte mit der Zeit neue erschaffen. Du redest so viel mit dem Mund. So. Okay, Kerrigan. Ich lasse noch ein paar Drohnen in die Testkammer. Versuchen Sie, mit ihnen Mineralien abzubauen. Na gerne. Nicht genügend Mineralien. Oh, schade. So, wir sollen jetzt hier... Sie machen sich gut, Kerrigan. Danke. Können Sie noch mehr Drohnen morphen? Ich brauche einen Overlord, um noch etwas zu morphen. Dann tun Sie es. Ein Overlord ist vertretbar. Dann machen wir das. Die Zerg verwenden Overlords, um weitere Versorgung zu erzeugen. Ihr derzeitiges Versorgungsmaximum wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms zusammen mit dem aktuellen Verbrauch angezeigt. Aber ich brauche zwei. Wenn Sie nicht über genügend Versorgung verfügen, können Sie keine neuen Einheiten morphen. So, hier seht ihr hier Arbeiter 6 von 15. Das heißt, wir können noch insgesamt 15 hier haben. Dann ist es am effizientesten an den Mineralienstätten. Das heißt, hier geht noch einiges. Exzellent! Ich hätte vorgehabt, hier aufzuhören. Doch führen wir das Ganze noch ein wenig weiter. Versuchen Sie, eine Drohne zu einem Brutschleimpool zu morphen. Eine Drohne zu einem Brutschleimpool. Nicht genügend Mineralien. Ja. Für die Mutation einer Zergstruktur muss erst eine Drohne mit der linken Maustaste ausgewählt werden. Ihr merkt halt schon, es ist halt so eher so eine Art Tutorial und dadurch, dass ich halt sehr viel Zerg im Multiplayer gespielt habe, brauche ich das im Grunde nicht. Aber es ist halt für die Story sehr, sehr hilfreich. So, was brauchen wir denn? 200 kostet auch im Singleplayer. Und so, und ihr seht jetzt auch schon hier ganz viele Larven. Warum diese so viele Larven sind, komme ich eventuell gleich zu. Jetzt klicken Sie mit dem. Mit dem Brutschleimpol kann die Brutstätte Larven in Zerglinge verwandeln. Nicht genügend Mineralien. Zwar ist das so, die Queens... Du weißt, dass das Böse enden wird, oder? Wir haben eine kontrollierte Versuchsumgebung. Der Brutschleimpol ist fertig. Du solltest runter in die Testkammer kommen und ihn dir ansehen. Von hier oben sehe ich gut genug, danke. Ich denke, das ist dann genug für heute, Kerrigan. Ich bin beeindruckt. Wenn du davon schon beeindruckt bist, dann warte nur, bis du das hier siehst. Ich werde ein paar Zerglinge erschaffen. Erschaffen Sie 6 Zerglinge, das machen wir sofort. Und zwar... Oh, Alter. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Schaltfläche. Ja, ist ja gut. Es gibt hier zwar auch eine Queen im Singleplayer, allerdings ist sie anders als wir im Multiplayer. Ja, ist doch gut, rede nicht so viel.
Mit, denn im Multiplayer ist es so, dass die Queens können extra Larven erschaffen machen. Kerrigan, was machen Sie da? Eure kontrollierte Versuchsumgebung auf die Probe stellen. Können extra Larven erschaffen. Das können die Queens im Singleplayer hier nicht. Dafür kann die Brutstätte halt ganz viel Larven an sich produzieren, das was die ganze Sache wieder ausgleicht. So, jetzt bauen wir hier mal ein paar Zärtlinge. Wir spielen das ganze Spiel übrigens auf schwer. Habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Halt! Ich habe Sie nicht darum gebeten, Zerglinge zu erschaffen. Eine bemerkenswerte Eigenart der Zerg, Valerian. Sie tun nie das, was man erwartet. Brech das Experiment ab. Schickt Wächterroboter, um die Zellen zu säubern. Verriegelt die untere Ebene und fahrt den Eliminator hoch. Nichts darf entkommen. Wenn ich deinen schönen Eliminator zerstöre, lernst du vielleicht, dass du die Zerg nicht kontrollieren kannst. So. Wir haben jetzt Zerglinge. Und die werden jetzt mal ein bisschen hier aufräumen. Zack, zack. Ja. Fresst, fresst, Kinder. Fresst. Ich spüre noch mehr eingesperrte Zerglinge. Valerian, das war sehr unvorsichtig. Vielleicht kann ich sie auch befreien. Sicherheitslücke. Zerg freigesetzt. Schade. Evakuiert den Bereich. Holt sämtliches Personal da raus. Schade. Ich dachte, ich kann noch ein paar Linge bauen, aber ein paar Brutstätten bauen. Geht hier leider nicht. Egal. Linge sind bei den Zerg so eine sehr, sehr schwache Einheit von der HP-Zahl her. Und einzeln sind sie auch sehr schwach, allerdings in Massen sind sie halt recht stark. Mehr Zerglinge. Gut, ich kann sie gebrauchen. Können wir eigentlich schon. Ne, können wir nicht. Können nichts zum Upgraden bauen. So, die ersten haben wir schon befreit. Jetzt geht's weiter hier. Da ist noch ein Wächterroboter, ein Wächterbot. Zack. So, und wir reißen hier alles in Stücke, verlieren natürlich ein bisschen, aber wir bauen einfach mal welche nach. Zack. Ach ne, von da kommen wir ja. Entschuldigung. Und werden jetzt hier schön. Kerrigan, das ist kein Spiel. Das ist es nie mit den Zerg. Jawoll. Ich klicke übrigens immer mit T Linksklick, also drücke quasi einmal T und dann Linksklick auf den Boden, dann greifen die nämlich alles automatisch an, was ihnen in die Quere kommt. Und wir sehen schon auf der Minimap, da kommen schon die nächsten. Ich habe auch genug Kohle, ich könnte jetzt quasi ständig jetzt hier weiter produzieren, aber ist für diese kleinen Gänge. Verdammt nochmal, wenn ich jetzt hier habe ich hier 32, jetzt habe ich ca. 35 Linge. Ja, ist doch gut. Reicht hier gerade noch so, finde ich. Aus dem ganz einfachen Grund, viel mehr würden gar nicht über die Brücke passen. Ja, da könnte ich auch Tausende haben. Würde keinen effektiven Sinn ergeben. So, weiter geht's. Oh. Die Sicherheitstür wird sich erst öffnen, wenn ich diese Türme zerstöre. Das Gas fügt meinen Zerglingen Schaden zu. Ja. Guter Kant, Sherlock. Die Sicherheitstür ist geöffnet. Jetzt wird der Eliminator zerstört. So, Zerglinge heilen sich auch übrigens selber. Also, wenn sie eine Zeit lang nicht unter Feuerbeschuss stehen, dann regeneriert sich die HP. Wahrscheinlich hier schon sehen könnt, hier bei einigen, hier bei dem zum Beispiel, also jetzt 22, 23, 24 gleich, genau. Du hast noch mehr Zerglinge hier? Nun, jetzt gehören sie mir. So, wo geht's denn hier lang? Da oben, glaube ich. Ach nee, da geht's lang.
So, jetzt habe ich doch noch mal ein paar Zerklinge mehr rangeholt. Die rennen jetzt gerade den ganzen Weg entlang. Warten wir mal ganz kurz und dann werden wir die nächsten Zerklinge auf uns drauf werfen. Quatsch, die nächsten Zerklinge nicht auf uns werfen, sondern auf die Gegner werfen. Man sieht ja halt schön, wie der Junior, sag ich mal, versucht hat, hier irgendwelche Experimente an die Zergs durchzuführen. Er will sie unter Kontrolle bringen, aber wir zeigen ihm, dass das nicht geht. Wir sind nicht zu kontrollieren. Mit der Masse sowieso nicht, hat er keine Chance. Wir verteilen uns schön und bam, alles kaputt machen. So, jetzt haben wir zwar ein paar Units verloren, aber das macht gar nichts. Sie haben Ihren Standpunkt klar gemacht, Kerrigan. Nein, das habe ich nicht. Noch bin ich in deiner Verwahrungszelle. So, und jetzt müssen wir den Eliminator zerstören. Das ist der hier oben. Eliminator aktiviert. Der macht sich jetzt bereit. Und es gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder machen wir die beiden kaputt und dann die beiden und danach den. Oder wir machen es einfach ganz stumpf, weil wir haben ja eigentlich mehr als genug Units. Wir klicken jetzt hier einfach rein, ignorieren dann quasi die ersten, sodass wir sie alle umzingeln können. Und dann greifen wir sie einfach gleichzeitig an. Das ist am effektivsten. Keiner kann entkommen. Und auch wenn jetzt der Eliminator einige killt, es sind gerade mal 5 Stück, wir haben so viele, wir haben über 40, 50. Der hat da einfach keine Chance. Eliminator zerstört. Situation kritisch. Die Zerg haben die untere Ebene überrannt. Sie haben Glück, dass niemand getötet wurde, Kerrigan. Glück hatte nichts damit zu tun. Und jetzt verstehst du vielleicht auch, wie gefährlich die Zerg sind. Ich schicke sie jetzt zurück in ihre Zellen. Danke. Ich öffne jetzt Ihre Zelle, falls Sie sich zu mir gesellen möchten. Und können Sie das nächste Mal Ihre Argumente vortragen, ohne das halbe Labor in Schutt und Asche zu legen? So, das war die Mission Experimente auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Das war der Prolog sozusagen, nicht sonderlich spannend. Diente einfach nur dazu, um quasi neue Spieler oder Nicht-Zerg-Spieler ein bisschen auf die Rasse vorzubereiten. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play StarCraft 2 mit der ersten richtigen Mission. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage wie immer, tschüss, bis dann.